Hey Minecraft-Freunde, heute zeige ich euch, wie ihr ein Tagesbelohnungssystem baut, und zwar ganz einfach. Und wenn euch für solche Sachen interessiert, wie Minecraft, Command-Blöcke und noch viel mehr, dann abonniere gerne meinen Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Hier erscheinen wöchentlich neue Videos. Bleibt dran! So Leute, hier sind wir nun, und zwar wir grüßen erstmal den 203. Liker, und zwar den echten Mimer. Ein geiles Video, wie oder immer wieder hilfreich. Dankeschön, freut mich, dass es dir geholfen hat und dich weiterbringt. Wenn euch meine Videos auch gefallen oder wenn ihr auch was schreiben wollt, schreibt euren Kommentar und ein Hashtag und eure Like-Zahl dahinter. Und dann starten wir. Und zwar Leute, wir suchen einen Developer. Und zwar im Bereich PocketMine PHP. Wenn ihr denkt, ihr könnt es, unten ist ein Link in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch bewerben. Okay? Und genau, so, dann, wir haben einen Discord, ihr könnt alle joinen, Link ebenfalls in der Beschreibung und mein Instagram ist ebenfalls in der Beschreibung, dann starten wir. So, das ist ein ganz einfaches Tagesbelohnungssystem, da hat mir der liebe Commander wieder geholfen, Illuminati, und genau, oder was ist geholfen, der hat es mir gezeigt. Ich habe gerade nicht so viel Zeit, deswegen, also, dann schauen wir mal hier rein. Was ist das System hier? Also wenn wir jetzt Tag haben, und zwar hier, gucken wir mal rein. Wir testen mit dem hier, ist praktisch, ganz einfach. Also Test for Block, dann oben welchen 1, also Block drüber. Dann Daylight, das ist Tagessensor, 15, das ist die Redstone-Stärke. Und zwar, wenn wir den vollen Tag erreicht haben, aktiviert es sich. Wir können mal auf 6000 hochschalten. Na guck, jetzt hat Server tägliche Belohnung, du hast 1 Stein erhalten. Oder 10 Stein. So, ganz einfach, und zwar... Ihr macht so einen Repeater hin. Dann habe ich jetzt einfach hier das hier geschrieben. Ist dann ab hier, ist es scheißegal, was ihr macht. Ihr könnt machen, was ihr wollt eigentlich. Ihr bekommt halt immer, wenn Minecraft am Tag ist, Mittag ist, bekommt halt eine Belohnung. Kann man so machen. Man kann es auch so mit Echtzeit machen, wie das geht, zeige ich auch noch. Haben wir auch schon dran, oder hocken wir auch schon dran. Genau. Dann gucken wir mal hier rein. Dann give add a stone 10. Immer aktiv. Verkettet, fertig. Das war's auch schon. Und das könnt ihr jetzt unendlich weit machen eigentlich. Also das könnt ihr unendlich weit machen. Guck, wenn ich jetzt hier mit Steuerung Blockauswahl jetzt beispielsweise kopiere und dann einfach bababab. Und jetzt hat einfach Moment, weil das ja noch aktiviert ist. So. Ist einfach guck, habe ich es überall zustande halten. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ob man Geld bekommt, also für ein Scoreboard Geld oder Blöcke oder irgendwelche Nachrichten. Scheißegal, ihr könnt auch einen Zähler draus machen, dass es zählt, wie viele Minecraft-Tage ihr schon drauf spielt. Ist alles möglich, okay? Es wird halt schwierig bei einer echten, originalen täglichen Belohnung. Wird halt schwierig, weil der Server müsste dann 24/7 online sein. Was man aber machen kann, das zeige ich euch auch noch. Wenn der Spieler 24 Stunden auf dem Server war oder nach jedem oder nach so vielen Stunden da war, das kann ich euch auch noch zeigen. Das kommt aber auch noch. Und genau, und sonst war es mit dem Video. Später kommt nochmal vermutlich ein Video oder vielleicht ein Stream. Und genau, okay. Und sonst war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Teilt es mit euren Freunden, mit euren Verwandten und bleibt dran. Cheers.